Respect my Eridu Authority. Willkommen zurück zu Thrawn's Revenge. Wir sind immer noch dabei hier mit dem guten, Moment, was Pause? So. Mit dem guten, wie heißt der noch gleich? Dessen Namen ich nicht, erkennen kann. Sander Delvados. Mit dem sind wir immer dabei, die Galaxis hier so ein bisschen aufzuräumen. Wir haben schon einen kleinen Teil der Galaxis für uns beanspruchen können. Der Rest wird fleißig hier von, ja, der Neuen Republik, assimiliert, nach und nach. Und wer auch immer das hier ist, The Greater Maldrud, ja genau, mit denen werden wir uns gleich auch nochmal sehr, sehr, sehr nett unterhalten. Vor allem, wenn die Nachthämmer mal vorbeischaut, schön an die Tür klopft und sagt, yo, ne, haben Sie kurz Zeit, über die Eridu Authority zu sprechen. Ja, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen umzingelt wie das gallische Dorf von Römern, denn, Coruscant ist immer noch in der Hand der gierigen, schmierigen Rebellen. Ja, nicht der Neuen Republik, sondern den Rebellen. Das, was sie sind. Und Infrastruktur wird gerade mehr oder weniger aufgebaut. Odik. Odik. Da bauen wir mal diese diversen Fabriken auf. Ich überlege gerade, ob das gerade Sinn macht. Erstmal überall ein Hyper-V-Geschütz drauf bauen, auch wenn wir gerade nur 4000 Credits haben, hatten. Ah, verdammt. So, und jetzt wäre es gut, wenn man irgendwie so eine Art Plan hätte. Akassi ist einfach wieder unfassbar befestigt. Irgendwo konnte ich ein Capital Shipyard bauen. Oder Dreadnought Shipyard, aber das haben wir ja. Jetzt brauche ich nur noch die Kohle, um das wirklich zu bauen. Wenn wir allerdings den... hier die Nighthammer haben, dann brauchen wir das effektiv gar nicht. Der regelt die Raumschlachten nämlich auch einfach mal alleine. So, allerdings können wir ja Boba Fett überall hinschicken, um ein bisschen rumzuspionieren. Das machen wir mal. Wie sieht's denn mit Fondo aus? Hä, da ist einfach keiner. Okay. Nee, Verteidigung, we don't do that here. Greater Metro has conquered the graveyard. Den können sie haben. Hä, hier ist überall keiner. Okay. Geil, dann, schade. Gibt der eigentlich irgendwelche Prozente auf irgendwas? Weil normalerweise hast du ja so, ne, Leia Organa oder Mon Mothma, die dann, Mon Motte, die dann irgendwo immer ein paar Prozente auf den Einkauf hier gibt. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, von da, ne? Sieht ein bisschen schlecht für dich aus. Dann klingel ich gleich mal an die Haustür. Aber zuerst wird gebaut. Da haben wir ein AT-AT. Dann starten sie sich gerade wieder über den Graveyard, okay. Was auch immer da gerade abgeht. Da ist doch nichts! Ja, okay, dann ist es halt eine strategisch wichtige Position. Ja, scheiß doch drauf, mein Gott. Raumstation hier Stufe 1 und drei Verteidigungsanlagen, das bringt doch nichts. Okay. Greater Maldrud has conquered Ebek 9. Ebek, ja, haben sie gesagt. Okay, die mein Gott, Stimme wieder kaputt. Unshield TIE Fighters, nö, das haben wir schon probiert. Das lasse ich so. Dann machen wir mal hier und da. Dann damit Le Coulé kommt. Okay, Kohle wird hier bereits angepflanzt. Sehr schön. Da hätte ich gerne noch dieses Hyper-V-Geschütz, von dem wir mal reden. Und ich könnte auch mal langsam anfangen, eine Flotte aufzubauen. Drei Schiffe habe ich ja schon, genau den nehme ich auch mal mit. Dann besteht die Wahrscheinlichkeit, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit um minus 100... Prozent verringert, nee, andersrum, ne, um 100% verringert, dass die Leute mir im Weltraumkampf auch wegfliegen. Mist. Ich glaube, ich fange mir mal wieder irgendwie irgendwas ein. Stimme schon wieder ultra kratzig. Da hilft nur 20 Liter Kaffee. Ja. Dafür bin ich relativ überfordert. Da hat sich jetzt... Wow. Ernsthaft. Was ist das denn? Agave Corvette oder Agave. Agave serves as the dedicated anti-fighter. Ach, das ist so ein kleines Bötchen da. Ja, genau, Ship Crew Quest. Dachte, das wäre irgendwie so ein Schiff. Also in größer oder in effektiver, aber nope. Mm-hmm.
planted standing by. Construction complete. Ja, baut bitte mal weiter, die brauche ich. Vehicle in production. Die brauche ich, um diverse Planeten zu übernehmen. Unit. Danke. Ja, The Greater Meldwood hat auch keine Idee, was die hier tun. Corellia haben sie jetzt gerade eingenommen, oder schon? Müsste immer so ein Auge noch zusätzlich haben, um darauf zu schauen, was die da eigentlich einnehmen. Empire has conquered Aethor. Wo ist denn wieder Aethor? Die sind einfach überall, die sind einfach, egal wo du hinschaust, so überall findet sich noch so ein Planet von irgendwem komplett verteilt. Okay, schlechtes Beispiel, denn hier ist keins vom Imperium. Building under construction. Unit in production. Vehicle in production. Ja, komm, baut einfach mal. Einfach bauen. Ohne Rücksicht auf Verluste und Arbeitskräfte. Ja, wir kurbeln ja eigentlich nur wieder die Wirtschaft an, also alles gut. Ja, komm, wir bügeln mal eben über Fondor, ne? Den ist eh langweilig, ich hör's genau raus. Boah. Okay, komm, ja, mach ich eben so, denn wenn ich das automatisiert mache, dann muss der Interdiktor wahrscheinlich wieder dran glauben. Und ich habe noch keine Lust, immer einen neuen zu bauen. Boah, was ein Boot. This is Superior General Delvardus of Eriadu. Ja, danke, weiß ich doch. Move to that position. Okay, haben sie eine extreme Empress-Class Space Station hingebaut? Move us to that position. Wird denen bestimmt helfen. Allerdings müssen wir erstmal 5 Minuten warten, bis der... I represent the Empire. No, bis der drüben angekommen ist. Ja, schick doch noch mehr. Ich sehe da nur Opfer. Oder Training. Oh, ultra viele Jäger dazu. Nimmt der eigentlich Schaden, wenn er da durchfliegt? War das noch so? Move to that position. Oder ist ihm das egal? Helm, bring us about. Oder nimmt das Asteroidenfeld Schaden, wenn er durchfliegt? Das wäre auch neu. Nö, passiert nichts mehr. Oder? Hä, aber warum haben die das rausgenommen? Nee, doch, er nimmt, oder? Er nimmt keinen Schaden. Ja, einfach durch. Let us bring them hell. Overwhelming firepower and superior engineering conquer all. Understood. Gibt's noch was, oder? Move us to that position. Yo, der ist noch wie vor unfair. Jetzt hat er keine Lust mehr. Seltsam, dass der rasende Falke mittlerweile so unfassbar schlecht ist. Den kannst du einfach ultra leicht mit Raketen killen. So, die sind eh noch Beiwerk. Kriegsberichterstatter mehr oder weniger. Die ihren eigenen Untergang dokumentieren. Ja. Da ist einfach nie Gegenwehr, da kann die fliegen einfach durch. Na gut, Boba tut, was ein Boba halt so tut. Yo, was war das denn? Ja, und er so, ja. Okay, warte, hier, Presence. Und dann stellt sich heraus, dass Boba Fett eigentlich nur der Weihnachtsmann in der Star Wars Welt ist. Geschenke verteilt. Seismic Charge. Ja, ja, genau. Ey! Den bitte nicht umbringen. Den brauche ich noch. Nein! Okay. Hat keiner gesehen, oder? You address the heir to the true empire. Naja, komm. We are the masters of our craft. Okay, die haben mir doch mal ein bisschen was abgezogen. Ich bin begeistert. Oder beunruhigt, je nachdem, wie man sieht. Gerne nochmal ein Stück nach vorne fliegen? Was ist der Tag des großen Versagens? Nee. Das schafft er schon. Easy peasy.
I'm not sharing my glory. Dann dürfen sich die Ingenieure gleich wieder freuen, dass sie ein bisschen was reparieren dürfen. I represent the Empire, nor its glory. Da kommt allerdings echt gerade ein bisschen sehr viel an Feuer, aber ich bin noch recht optimistisch. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mich ja dann einfach zurückziehen, aber die haben ja tatsächlich die ganzen Triebwerke weggeschossen. Nice. Let us bring them hell. Ja, ach, ist doch. Ah, der hält auch extrem viel aus. Jetzt fangen die Ausreden an. Okay, und irgendwie repariert die sich? Interessant. Problematisch ist gerade nur, dass der auch. Ja, ohne die Triebwerke komme ich gerade kaum vorwärts. Und die Jäger werden mich nach und nach hier so leicht wegknuspern, aber die Hälfte der Kanonen haben wir noch. Das ist gut. Obwohl. Ja, von oben kommt auch noch irgendwas geregnet. Interessant. Let us work together. Ey, dachte, muss ich mir langsam Sorgen machen, oder ist das, You address the air to the true Empire. Denn hier? We are the masters of our craft. Ja, komm, dreh dich mal ein bisschen. Wer repariert den Quatsch denn hier? Das ist einfach so, okay. So. I'm on this one. Move to that position. Ey. Move to that position. Under control. Overwhelming firepower and superior engineering conquer all. Ja, okay, der geht langsam hier drauf. Da kommt nicht mehr so viel. Und die haben einfach 5 Milliarden Jäger. Wo kommen die her? Jo. Ganz ehrlich, wer repariert hier gegen? Der hier? Shield, Zulaser, Fleet Tender, Repairs, Ships. Jo, tatsächlich. Ach, krass. Kann ich das irgendwie zerstören? Medium. Nee, Proton Torpedos. Nee, das macht die einfach so aus Wohlgefälligkeit. I'm usually the one giving the orders. Ja, ist ja gut, komm. Ja, komm, dann werde ich mal ein bisschen nachjustieren, dass die vorher schon auf die Sachen schießen. Genau, in dem Moment verkackt. Nice. Target their laser cannon. Das ist ein bisschen Micromanagement. Damit es ein bisschen schneller geht. Disable the enemy vessels hangar bay. Uff. I represent the Empire, nor its glory. Ja, flieg einfach mal. Der schafft das schon. Guck mal, ein paar Tidefan habe ich auch noch. Den hätte ich mal mitnehmen können. Ja, komm. Ja, die Interceptor. Ich hab das hier mit. For the Empire. I'm not sharing my glory. Scopes are jammed. Nee, hätte ich aber echt nicht gedacht, dass so eine Empress Station dagegen halten kann. Wäre cool, wenn man die in den Kampf schicken könnte. Als war eine Plattform oder so. Man darf sich ja noch Dinge wünschen. I represent the Empire. Ja, komm, flieg doch jetzt mal. Please. Und schön erstmal die ersten 15 Minuten des Videos dafür verschwendet, zu schauen, was der eigentlich genau kann. Ariadu and the Galaxy are mine. Ariadu and the Galaxy. Where are the others? Losing power. Ah, komm. Mach kaputt. Wir sind hier eh nur im Weg. Okay, meine Exekutor-Schnellstraße. Schilde? Wo sieht man denn hier die Schilde von dem Ding? Ach, da oben. Okay. I represent the Empire, nor its glory. Okay, komm, das beschleunigen wir mal ein kleines bisschen. Ariadu and the Galaxy are mine. Intercepting. Watch for any ships. Closing on target. We won't be around much longer.
alles wieder falsch gemacht heute. Ja, und wir haben garantiert nicht Boba Fett verloren. Der macht jetzt ein sehr, sehr, sehr langes Nickerchen. Ja, shit. Ich hätte doch echt gerne irgendwo eine Einheit gehabt, die, naja, andere Planeten ausspionieren kann, ohne dass sie sie sehen. Aber dann muss man auch besser auf seine Einheiten aufpassen. Damn. Guter Neujahrsvorsatz. Nighthammer, Delvados has been repaired. Okay, auf einem anderen Planeten hier, interessant. Kann ich noch einen... Kann ich mir noch einen neuen... Kopfgeldjäger aussuchen, oder sind die jetzt für immer weg? Okay. Dann kratze ich hier mal alle Bodentruppen zusammen. Tag. Jetzt muss ich mal $500 hier ausgeben, Space Dollar, dass ich die Planeten mir anschauen kann. 3800 Credits pro Runde sind jetzt nicht so viel. Und ich brauche noch irgendjemanden, der ein orbitales Bombardement von sich geben kann. Kann der das? Escort, Orbital Bombardments. Yo, gib her. Navigating to coordinates. Gimme that. Oh, da ist ja noch eine ganze Menge. Da sag ich nicht nein. Aber ist ein bisschen umständlich. So, haben Sie einen kurzen Moment, um über das Imperium zu reden? Okay, der wird gerade repariert. Noch immer keine Kohle, das ist schlecht. Wo kommen die denn her? Elta Besk has been defeated. Ja, Elta Besk, vielen Dank, wer auch immer du warst. AT-AT ready. Invasion commencing. System control achieved. So, Panaka. 20 years ago, the Empire saved the galaxy from itself. Now the galaxy needs saving again, and you are the one to do it. You have my loyalty. And my sword. And my Nighthammer. Wer auch immer dieses Schiff so genannt hat. Naja. Die Nachthammer. Artillery online. Insufficient Funds. Dankeschön. Was haben wir hier? Sienna Fleet Systems. Yo. Da lohnt sich einiges zu bauen. Allerdings brauche ich hier erstmal die Kohle dafür. Denn 815 Credits ist gar nicht mal so viel. Aber wir können ja trotzdem... Oh, ich kann weiter tacken. Naboo Group, Story Event. Jen, Smeal and Quash Panaka. Panaka war der Typ, der gerade zu uns gequasselt hat. Aber ich mache mir langsam doch ein kleines bisschen Sorgen über die Namensgebung. In der Galaxis Far Far Away. Enable Canon Units. Ah ja. Weil ich immer noch die Befürchtung habe, dass ich den Einheiten gebe. Anstatt dass ich welche bekomme. Ja, komm, Bomben auf Palace. Während Fondor hier seine Taxes zusammenkratzt. Ja, mach dir mal. Thyfera, 48% Hull. Okay, dann geht's gleich weiter mit Thyfera. Yorfera. Enlisting. Enlisting Troops. Ja, und sonst so. Krass, die kratzen immer noch Geld zusammen. Construction complete. Reporting. So, ja. Space Station brauche ich noch nicht. 300 Credits plus Reporting. Ist allerdings okay. Und dann gibt es ja noch die Tax Collection Agency. Die beste und effektivste Einheit des Imperiums. Reporting. Influence ist okay. Na komm.
Hä, wo geht denn? Ach so, ja, hier, weil das Schiff ja die ganze Zeit repariert wird. Mal wieder vergessen. Togoria wurde also erobert. Aha. Wir haben eigentlich noch eine weitere Partei, gegen die wir spielen, das Warten. So, jetzt aber. Und ich denke mir schon, warum kriege ich die ganze Zeit keine Kohle hier? Ja, macht ja auch Sinn, wenn er da sein Schiff repariert haben möchte. Aber leider ist das für diese galaktische Eroberungskarte der MVP schlechthin. Ohne geht einfach gar nicht. Ich bin ehrlich, hätten wir den am Anfang nicht gehabt, dann sähe das ein kleines bisschen anders aus. Wahrscheinlich gehörte das dann hier komplett dem Greater Meldrut. Construction complete. Ja, Sienna Fleet Systems. Was können die denn alle bauen? Die können Heavy Cruiser, Vindicator, Marauders, Interdictor, Star Destroyer. Das ist in Ordnung. Wenn die. Achso, Troop Transporter. Reconnaissance Troop Transporter, Time Mauler, Tri-Crawler, Olaf könnte auch ein osteuropäischer Vorname sein. Sorry dafür, Lancet Ariel, ah, keine Ahnung. Olaf. Hallo? Oh nein, komm, da sind sie. Boah, okay. Da sind sie wieder und ich hab. Ja, komm. Ah. Und genau dafür brauche ich mehr Schiffe. Ich finde es auch beunruhigend, dass die mich einfach nur angreifen können, ohne dass ich das mitkriege. Das finde ich eher mäßig bis halbwegs uncool. Ja, so kann ich nicht auf die schießen. Das ist auch. Komm, ein paar Schiffe kann ich dir noch abknuspern. Ciao. Ja, und die reparieren gegen, oder was? Ja, nice. Okay, dann kann ich das schön vergessen. Ach, das schaffen wir schon. Pass auf, easy. Was ist das denn? Okay. Cloakshape Squadron, Class Heavy Fighter. Aha. Ja, die machen ja auch wieder eine große Mondumrandung. Was machen die da? Einfach 5 Milliarden kleine Schiffe, interessant. Ja, reparier mal, hilft dir eh nicht. Ja, keiner kann ihn aufhalten. So, ciao. So, jetzt aber. Einmal bitte drehen, drehen. Ne, kann er einfach nicht. Hä? Ja, jetzt kriegt ihr ein paar. Ach komm, come on, ey. Flieg doch einfach mal weg. Wie schwer kann das sein? Rage. Ja, komm. Der wollte einfach nicht. Wo ist der andere jetzt hin? Irgendwas brennt hier. Irgendwo hat einer wieder sein Bügeleisen angelassen auf dem Schiff. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein Idiot. Ich fände das gut, wenn es so ein offizielles Zertifikat gäbe. Also, okay. Vielleicht sind sie nicht ganz der Schlauste, wenn es darum geht, hier die Armada zu führen. Aber gut, in der letzten Kampagnenkarte hatte ich ja auch irgendwie eine Auszeichnung von Strategic Efficiency 0. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment, denn geschafft habe ich es ja dann trotzdem am Ende des Tages. Na komm, ich knusper dem hier noch ein paar Schiffe weg. Die braucht er eh nicht. Das ist doch geil gemacht. What
for your orders. Nowhere to run. Falling out of orbit. Attacking. Ah, sehr schön, dass ich davon aufhalte. Ja. Wo ist denn hier der Brände? Okay. Current Commander here. Der Nachbrenner. Come about. Ah, komm, den krieg ich noch. Den krieg ich noch. Reporting. What are your orders? Ah, komm. Current Commander here. Nein, er wird gegenrepariert. Okay. Ah, egal, aber den krieg ich noch. So, kurz vorspulen. Das Ende ist unvermeidbar, aber... Oh shit. Ja, wahrscheinlich auch schneller da, als mir lieb ist. Nee. Ah shit. Ich dachte, ich krieg den noch. Ja, warte. Wait. Ich hoffe, das schafft er noch. Move to that position. Don't. Ja, klar, wie schnell ist der denn da? Kein Katan, ey. Okay, den habe ich eh keine Schnitte. Der rennt mir da so drüber und da wohnt mein Geld. Mist. Ah, ja, komm erstmal voll gegen das Mikro. Erstmal schön in das Mikro verprügeln. So, guten Tag. Power and opportunity must be seized. Maneuvering. Flank speed. I represent the Empire in all its glory. Ja, nicht umdrehen, Kollege. Helm, bring us about. Wo willst du bring hin? Bring the ship to bear. Move us to that position. Bring das Schiff zum Bär, haben sie gesagt. Cruiser reporting. Der Prophet muss zum Bär gehen. Your command, sir. Gunship. Darf ich mal ein paar Jäger hier? Achso, danke. Navigating to coordinates, sir. Instructions received. Weapons ready. Dürfte ich um Jäger bitten? Dankeschön. Let us bring them hell. Let us bring them hell. Was auch wieder hier die Jäger firepower and superior engineering conquer all. Remind them of their place. Wir lösen ihre Flotte auf. This is Superior General Delvardus of Eriadu. Einfach so eine Zwangsneurose, dass er sich jedes Mal wieder vorstellen muss. Take muss. Out their ion cannons. Selbst bei seinen Leuten, die mit ihm auf der Brücke da dienen. Engage Attack Pattern Alpha. Ja. Pattern Alpha war immer gut. I represent the Empire in all its glory. Power and opportunity must be seized. Die kommen sich doch echt ein bisschen lächerlich vor, oder? You address the air to the true empire. Die sind noch nicht mal durch die Städte gekommen. Boom. Power and opportunity must be seized. We are the masters of our craft. Divert power. Komm, mach den mal hier kaputt. Dann kann ich nämlich auch wieder mit den Raketen schmeißen, wie ich lustig bin. Es sind doch ein kleines bisschen viele. Das ist gar nicht mal so cool. Aber mit den zwei dicken Booten hier. Ach, du dickes Luftboot. Ja, wir können einfach noch genug wegknuspern, dass sich das für uns lohnt. Und das, was die mir nur nicht wegschießen dürfen, sind die Triebwerke. Aber das sieht gerade gar nicht mal so doof aus. Destroy their concussion missile launchers. Für die. This is Superior General Delvardus of Eriadu. Der repariert eiskalt hinterher. Was ist los mit ihm? Ist ja nicht mal so doof, aber. So, den greift er gleich auch an. This is Superior General Delvardus of Eriadu. Ja, eine Engine ist schon weg. Gar nicht gut. Wenn der nächste knuspert, dann muss ich mich echt mal aus dem Staub machen. Hätte ich auch nicht gedacht. Dieses Prinzip einer Niederlage kenne ich doch gar nicht mehr.
Mach mir das gar nicht daher. Kann sich auch mal irgendwie auf mein Ziel abziehen. Ja, das wird mir langsam doch ein bisschen zu bunt. Ja, komm. Nein, kann ich mich überhaupt zurückziehen? Gott, das habe ich ja ganz vergessen. er kann ja, okay. So, dann schießen wir jetzt erstmal alles weg, was danach aussieht. Oh. Was ist? Eventuell habe ich das vergessen. Remind them of their place. Noch welche? Nee, ne? Ah, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So, tschüss. Achso, ja, das falsche. Call for retreat. Nicht möglich. Shit. Wo ist denn noch eins? We are the masters of our craft. Wo ist der denn? Ach da, okay. Ja, komm, euch finde ich auch noch. Eine Engine habe ich noch, das reicht. Oh Gott. Ah, jetzt aber. Tschüss. Das ist einfach okay. Da war ja was. Nein, ich brauche nur ein Triebwerk. Das wird zwar gerade auch angeknuspert, aber das geht schon. Tschüss. So. Oh Gott, ey. Das fühlt sich schon so leicht schummeln an. Ja, und mal wieder gar keine Verluste auf Seiten von der guten alten Aerial Authority. Ah, wie immer. Ja, ist ein bisschen doof. Jetzt hat er mir Empress Theta weggenommen. Der Dragsack. Aber meine Rache wird grausam und fürchterlich sein. So, jetzt muss ich mich da toppen. Darf ich sagen, wir holen uns in der nächsten Folge meinen Planeten zurück. Ja, genau das hier. Ja, was bauen. Achso, genau, ich kann nochmal eben hier die Nabubu rufen. Vielleicht bringt der Gute ja noch einen Sternzerstörer mit. Der Panaker oder wie er heißt. Wie ist nochmal der Typ von der Leibwache von der Padme? Ist der nicht irgendwie Tanaka oder so? Nee, oh, wie ist der noch? Ich glaube, das habe ich schon mal überlegt. So, 75% Hülle. Ja, und da bauen sie schon fröhlich. Auf meinem Planeten. Okay, cooles Bild. Der kann Jen Smeal, ganz knapp noch einer Namenskatastrophe entgangen. General Storm Kommando, okay. Der kann aber auch spionieren scheinbar. Nice. Ja, erstmal gucken. Ja, tatsächlich. Nicht, dass ich ihn da in den Tod schicke. So, und wer ist er? Quash Panaka Moff. Okay, cautious, whatever this means. Und der gibt endlich Prozente auf alles. Auch auf das hier.